Ja, das klingt ja ganz interessant. Gerade natürlich die bieten jetzt auch für meine Branche interessant Musikinstrumenteversicherung und Anlagenversicherungen an. Na, schauen wir mal, da gehen wir mal rein. Da bin ich jetzt neugierig. Natürlich. So, jetzt schauen wir. Hey, servus, Mario. Servus. Ich bin gerade auf dem Weg in euer Büro. Ja, na, komm mit. Ja, okay. In das Büro. Das ist unser Grabe Verkehrenbüro. Okay. Darf ich vorstellen, Bert? Das ist unser Regionalleiter, der Fritz Lambauer. Ich bin der Fritz, gell? Ich bin der Bert. Hallo, servus. Servus. Ja, ich habe schon sehr, sehr viel gehört von Grabe. Natürlich, Grabe ist bekannt. Ja. Nicht nur in Kärnten, österreichweit, ja, international und tolle Produkte, immer wieder große Preise. Und was mir halt einfach imponiert, diese Musikinstrumenten und Anlagenversicherung, das würde ich mir gerne informieren. Ja, das können wir gerne machen, Bert, aber ich möchte jetzt erst noch kurz ein bisschen über die Grabe erzählen. Ja, gerne. Und zwar, die Grabe gibt es seit 1829. Echt? Ja, gegründet wurde sie vom Erzherzog Johann. Wir sind in Kärnten 70 Außendienstmitarbeiter. Kärnten ist auf zwei Regionen aufgeteilt, auf Kärnten West und Kärnten Ost. Wir sind jetzt in Kärnten West. Das sind 34 Mitarbeiter und in Volkirchen sind zurzeit 6 Außendienstmitarbeiter und eine Büro-Innendienstdame. Mhm. 4 Außendienstler sind heute anwesend, 2 sind auf einem Kundentermin, die können leider nicht da sein, aber du weißt, wir leben vom Geschäft. Ja, super, super. Typisch, also bei den Kunden, immer nah an den Kunden, ja. Genau, und du wolltest eine Beratung über die Musikinstrumentenversicherung. Wer kann mich da gut beraten? Versichern kann die über dieses Produkt jeder von uns. Mhm. Aber der Spezialist auf dem Gebiet ist unser Gernot Rauch und der wird das sicher perfekt machen. Na, da schau ich mal nochmal. Der was, Bert, vorweg eine Frage. Kannst du eine Versicherung, wenn ein Instrument komplett falsch klingt? Nein, das geht mir nicht. Ich bin nicht keine Angst, dass das passieren könnte. Scherz, aber sonst sind sie ziemlich alles, was nehme ich an, gell? Ja, also, du kannst dir gerne kurz einmal erklären. Ja, gerne. Platz. Okay. Danke. Was ist denn das?